Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch wieder. Einen wunderschönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und sag mal zu dir selbst, das Wort Gottes ist so wunderbar. Und danke, Vater, für deine Gnade und deine Liebe, was du uns geschenkt hast. Es ist so wunderbar, mit euch gemeinsam an Weihnachten die Bibel zu lesen. Und wir sehen euch wirklich, wir sitzen bei euch im Wohnzimmer, gell? Genau. Wenn wir drüber reden oder so, wir sehen euch. Wir sehen genau, dass da die Mitzi rechts außen sitzt. Wir sehen euch und sitzen bei euch im Wohnzimmer, in der Küche, wo auch immer ihr euch trefft, gemeinsam seid oder, ja. Und es ist einfach so wunderbar, gemeinsam das Wort zu lesen. Genau, wir fangen heute an mit Kapitel 2, Epheser, Vers 11, glaube ich. Ja, weil gestern haben wir bis Vers 10 gelesen. Fängst du wieder an, oder? Ja, ich fange wieder an. In der katholischen Wir haben gestern aufgehört mit dem Vers 10 vom Kapitel 2 im Epheserbrief, wo es darum geht, seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Und wenn Gott für uns im Voraus etwas bereitet hat, hat auch alles bereitet für den richtigen Zeitpunkt auf diesem Weg, damit du immer das, was du dafür brauchst, zur Verfügung hast, um den Auftrag, den er dir gegeben hat, auszuführen. Und der Auftrag, den Gott einem Menschen gibt, der macht auch viel Freude für den, der ihn annimmt, und auch die daraus einen Nutzen haben. Viel Freude. Ich fange jetzt an im Vers 11, Epheser Kapitel 2, Vers 11. Erinnert euch also, dass ihr einst Heiden wart. Paulus schreibt hier an die Epheser. Und von denen, die äußerlich beschnitten und sind Unbeschnittene genannt werden. Ich muss meine Lesebrille nehmen, da kann ich besser lesen. Erinnert euch also, dass ihr einst Heiden wart und von denen, die äußerlich beschnitten sind, Unbeschnittene genannt wurdet. Damals wart ihr von Christus getrennt und der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ja, wir waren ja keine Juden, keine Israeliten und daher nicht Teil des alten Bundes, sondern wir waren ganz einfach Fremde. Und Jesus Christus, werden wir gleich lesen, hat am Kreuz von Golgatha uns Heiden mit in den neuen Bund hineingenommen. Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Er spricht hier von den Heiden. Jetzt aber, sag einmal zu deinen Nachbarn, jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt aber. Seid ihr, nicht werdet ihr einmal, sondern seid ihr, die ihr einst von der Ferne, in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Er hat sein Blut vergossen, auch für uns Heiden, und einen neuen Bund mit Heiden und Juden einen und denselben neuen Bund geschlossen. Vielleicht schauen wir bei der Gelegenheit zurück zum Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 26. Ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt, seid zum Leib Christi geworden. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, und das ist jetzt das, warum ich das vorlese. Es gibt nicht mehr im neuen Bund Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, auch nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen, Erben, Kraft, Verheißung. Es spielt keine Rolle mehr, ob du vorher ein Jude warst, ein Israelit oder ein Heide. Jetzt aber, Vers 13, gehen wir zurück zum Kapitel 2, Vers Epheser. Kapitel
Epheser Vers, Kapitel 2, Vers 13. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, im Heiden, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er ist unser Friede. Wir sind mit Gott versöhnt, steht im 2. Korinther Kapitel 5. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, Juden und Heiden, und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei, Juden und Heiden, in seiner Person Jesus Christus zu dem einen neuen Menschen zu machen. Das ist doch eine ganz klare Sprache. Es gibt im neuen Bund Christen. Nicht mehr Juden, nicht mehr Heiden, sondern Christen. Der Leib. Weil Jesus Christus in dir lebt und wir gemeinsam Leib Christi geworden sind. Mhm. So steht es geschrieben. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er versöhnte die beiden durch das Kreuz, versöhnte, tut ihm zwei Österreicher weg, die beiden durch das Kreuz, durch Jesus Christus mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Es gibt keine Feindschaft mehr zwischen Juden und Heiden, wenn sie in Christus sind. Er kam und verkündete den Frieden euch, den Fernen, wir Heiden waren die Fernen, und uns, die Juden, zu denen Paulus gehörte, waren die Nahen. Vers 18, durch ihn haben wir. Sagen wir, haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Egal ob Jude, Israelit oder früher Heide, in Christus haben wir Zugang zum Vater. Ist das nicht herrlich? Wunderbar. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Auch wir Heiden sind jetzt in Christus Hausgenossen Gottes. Wir sind ja sein Leib geworden und Jesus Christus stammt aus dem Stamme Juda und darum heißen sie ja Juden. Aber wir sind eins gemacht worden mit den Juden, egal ob du vorher ein Grieche warst oder sonst irgendein Heide, wenn du vorher kein Teil des Alten Bundes gewesen bist, weil kein Jude, kein Israelit, bist du im neuen Bund in alles mit hineingenommen worden. Das ist das Evangelium. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und der Propheten gebaut. Der Schlussstein aber heißt Jesus Christus. Jesus selbst ist der Schlussstein. Und die Apostel und Propheten des Alten Bundes haben immer auf den neuen Bund, der noch kommt, hingewiesen, in Prophetien. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel des Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut. Wir sind eine Wohnung Gottes. Wir sind die Wohnung Gottes, in der sowohl Heiden, frühere Heiden, als auch frühere Juden vereint sind. Haben wir doch gerade gelesen im Galater Kapitel 3, Vers 26. Mhm. Vielleicht liest uns das mal vor aus Kapitel 2, Epheser, Vers 11. Bis 22. Aus der neuen Genfer Übersetzung. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nicht-jüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet. Und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches,
ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es dann früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles, Vers 13, doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu seinem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Nummer Vers 17. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Das ist das, was wir jetzt feiern. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir, sag nochmal zu dir selbst, habe ich, nicht werde mal, wenn. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Amen. Halleluja. Vers 19. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Welch eine Amen. Zusage. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Amen. Amen. Welch eine starke Botschaft. Und es ist so wichtig, dass wir die Bibel gemeinsam lesen und auch laut gemeinsam lesen. Wenn du die Bibel laut liest, dann hören es deine Ohren besser und du bist der Erste, der davon profitiert. Wenn es dir euch gefallen hat oder gefällt, dass wir öfters solche gemeinsame Bibellesungen machen, dann schreibt uns einfach ein E-Mail und sagt uns, dass euch gefällt, was wir tun, damit wir es wirklich, wirklich immer noch viel lieber tun. Wir tun das schon sehr gerne, weil wir den Vorteil, den Benefit kennengelernt haben, der daraus entsteht, wenn wir gemeinsam die Bibel laut lesen. Und wir möchten euch einfach teilhaben lassen an unserem
Bibel lesen, wenn du das möchtest. Schreib uns ein E-Mail. Wenn du das möchtest, dann wissen wir, dass es auch wirklich vorteilhaft ist für unsere Zuhörer und Zuschauer. Und wir sind alle dadurch gesegnet. Und es ist so wichtig, vor allem in Zeiten wie diesen, dass wir uns gegenseitig stärken, im Wort auch, ermutigen, ermahnen und uns wirklich gemeinsam am Wort ausrichten, damit wir immer standhafter werden, damit wir nicht gleich umfallen, wenn die Stürme des Lebens kommen, damit wir wirklich kraftvoll hier auf dieser Erde die Dinge tun können, die Gott durch uns tun möchte, damit wir wirklich Licht sind in dieser finsteren Welt und immer mehr kraftvoller, voller Autorität und Vollmacht in Jesu Christi Namen, in seinem Namen die Werke tun und noch größere, die er getan hat. Und wenn du wirklich ein herrliches Leben haben möchtest, dann sollst du dich auf den Herrn fokussieren, sonst hast du kein herrliches Leben. Nicht auf die Probleme fokussieren, nicht auf die Regierung fokussieren, auf die Schwierigkeiten, die in der Welt produziert werden, jeden Tag fokussieren, sondern auf den Herrn. Und der Herr ist das Wort und der Herr ist auch der Heilige Geist. Und je mehr du dich auf den Herrn fokussierst, auf sein Wort fokussierst, umso herrlicher wird naturgemäß dein Leben. Wir sehen uns morgen wieder, hören uns morgen wieder. Und wir werden morgen noch eine sehr ermutigende Botschaft bringen, sodass wirklich die Weihnachtsfeiertage einen entscheidenden Unterschied machen bei denen, die die ganze Botschaft, nicht nur die Babybotschaft, sondern die ganze Botschaft in ihr Herz aufnehmen. In Jesu Christi Namen. Bis morgen.